Hallo Leute, Gektor hier. Habt ihr euch auch schon gefragt, ob die Regler bei dem F210-3D, da ist er, anders sind als bei dem normalen F210? Ich habe beim normalen F210 einen Regler ausgebaut. Geht mit drei Schrauben, ganz einfach. Und habe ihn hier eingebaut, statt des Reglers des F210-3D. Die Regler sehen ziemlich gleich aus, auch hier die Lötstellen und alles ist identisch. Kann man, glaube ich, ziemlich schlecht von außen unterscheiden. Vielleicht sollte ich mir das noch etwas genauer ansehen, aber ich glaube, das geht nicht. Das ist alles gleich hier. Das ist der Regler von dem da, von dem normalen. Und das ist der Regler von dem 3D. Und ich sehe da keinen Unterschied. Tut mir leid. Und von unten irgendwie auch nicht. Gut. Wenn ich normal fliegen will, dann gehen die alle normal. So, entsperren. Um 3D zu fliegen, muss man ja bekanntlich diesen Schalter da rechts ziehen. Ich mache das jetzt gerade mal. Und da seht ihr, der Motor, den ich eben mit einem anderen Regler versehen habe, fängt an zu laufen. Ja? Und das ist schon mal ein Indiz dafür, dass der Regler nicht passt und dass man damit kein 3D fliegen kann. Das heißt, die Flugsteuerung ist natürlich nur etwas anders programmiert und bestimmt kann man sie mit Firmware aktualisieren und sonst was auch dazu bringen, 3D zu können. Aber die Regler passen nicht zum 3D-Flug und um 3D zu fliegen, muss ich neue Regler haben oder die müssen auch irgendwie umprogrammiert werden. Die Frage ist nur, wie. Vielleicht will jemand von euch das mal ausprobieren. So, jetzt versuche ich natürlich hier die Motoren zu entsperren in 3D. Das ist immer so schwer. Ja, jetzt geht's. Und ihr seht, die verändern die Richtung und der verändert die Richtung nicht. Das sieht man natürlich sehr schwer. Ja, ne? Und der geht weiterhin, also es passt alles nicht. Diese Regler von dem normalen passen nur auf den normalen und für den 3D braucht ihr spezielle Regler. Alles klar, Leute, macht's gut.